Guten Tag, Oak. Das, was nun zu erzählen ist, geht nicht ohne ein Fünkchen Ironie. Gidemel, der momentan beim HSV 2 eingesetzt ist, hat es allem Anschein nach die Sprache verschlagen. Noch vor ein paar Tagen meinte er, zum Rundumschlag gegen den HSV auszuholen und vor Reportern zu sagen, dass der HSV dessen Karriere negativ beeinflussen oder beziehungsweise behindern würde. Als er nun am 5. August gefragt wurde, warum er gegen den ZFC Meuselwitz nicht eingesetzt wurde, als der HSV 2 7:1 gewann, meinte er nur, frag doch den Trainer. Cardoso, darauf angesprochen, erwiderte, dass das Ziel des HSV 2 momentan die Nachwuchsförderung sei. Das bedeute aber nicht, dass dem HSV daran gelegen ist, Gidemel nicht Spielpraxis zu ermöglichen. Meiner Ansicht nach hat sich Gidemel mit seinen Äußerungen gegen den HSV keine Freunde gemacht und sollte einfach nun kleinere Brötchen backen, denn jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. In diesem Sinne, nur der HSV.